Bescheid, was Sie, also wenn Sie auch so Kunst am Ball haben möchten, können möchten, dann müssen Sie vielleicht da einige Jahre rein investieren, um das halt eben so gut zu können. Ja, und den Ball möchte ich natürlich eigentlich auch noch loswerden und Sie möchten wissen, wer jetzt die Karten gewonnen hat. Und dafür möchten wir natürlich unsere Glücksfee hier auf die Bühne bitten. Miriam und Sebastian bleiben auch noch hier, weil ich dachte mir, Miriam hilft natürlich mit, um hier den Trick vorzuführen. Es muss jemand hier vorkommen zu uns und einen Trick vorführen. Aber wir wollen natürlich, wenn wir schon einen Ex-Profi-Fußballer hier haben, auch wissen, was der am Ball kann. Ja, und ich möchte ihn jetzt gerade ankündigen, Europameister von 1996. Er hat auch große Erfolge beim Vereinsfußball erzielen können, war bei Schalke 04, war beim BVB und da hat er auf jeden Fall deutscher Meister ist er geworden. Er hat die Champions League gewonnen, den Weltpokal, hat auch als Trainer Erfolge feiern können, war in England bei den Tottenham Hotspurs. Das war auch seine letzte Co-Trainerstation, aber als Spieler eben auch schon. Und wir wollen ihn jetzt begrüßen, so wie das seine Fans in Tottenham auch gemacht haben, nämlich mit seinem wunderbaren Fangesang. Und damit begrüßen wir dann hier hoffentlich Steffen Freund. So, jetzt können alle mitsingen. I love Steffen Freund. Ich besser nicht. Herzlich willkommen und Applaus für Steffen Freund. Ja, cooles Lied. Wie ist denn das, wenn man das im Stadion hört, wenn ich weiß nicht wie viel im Stadion dort sitzen und das dann singen? Wie fühlt man sich da? Ja, das fing ja an in meiner Zeit bei Borussia Dortmund, auch die sehr erfolgreiche Zeit in den 90ern mit Meisterschaften, Champions League, Weltpokal, hast du ja schon erwähnt. Ja, da kriegt man Gänsehaut. Ich hoffe, das Gefühl kennt ihr auch, wenn man mal gelobt wird und spürt, ich habe etwas Besonderes erreicht. Wenn du da einläufst, Westfalenstadion, Signal Iduna heißt das ja heute, aber Westfalenstadion, das war schon begeisternd und wird heute immer noch mal gespielt. Also ich wollte, jetzt habe ich ja gesagt, ich wollte den Ball loswerden hier noch. Und ich habe ja gesagt, wenn wir schon einen Ex-Profi haben, dann muss der natürlich auch ein bisschen was am Ball können. Denke ich mir. Na, ich habe doch den Ball also zerquetscht. So, ne? Wer das noch weiß, doch die Väter, ihr kennt mich gar nicht, oder? Aber die Väter, die haben mich vielleicht gesehen. Ich habe eher den Ball zur Eckfahne geschossen und habe viele Zweikämpfe gewonnen. Aber ein bisschen kann ich natürlich noch mit dem Ball. Soll ich was zeigen? Im defensiven Mittelfeld ist es ja auch okay. Also ein bisschen was zeigen musst du schon. Wir wollen mal zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, und links, 8, rechts, ne? 9, 10, 11. Ach, der geht nicht runter. So schlecht war er auch nicht. Also, das sieht schon ganz gut. Ich finde, da kann er schon einen Applaus für kriegen, oder? Würde ich mal sagen. Also, Miriam, was sagst du? Ist das schon gut? Also, ja, ihr seid ja super, ehrlich. Da werde ich ja ganz nervös. Also, ich bin mir auch klar, dass ihr immer alles ausverkauft ist. Toll, macht er echt beide überragend. Und den Ball wollen wir jetzt loswerden. Und jetzt möchten wir jemanden hier vorne auf die Bühne bitten, Miriam. Ich muss sagen, ich habe eben schon nach unserer letzten Show einen kleinen jungen Mann gesehen, der ein riesengroßes neues Talent ist und der heißt Chan. Und vielleicht gibt es einen großen Applaus und dann traut er sich auf die Bühne zu kommen und dann kann er was zeigen und vielleicht den Ball gewinnen. Das wollen wir auf jeden Fall sehen. Wer ist denn der kleine Mann? Ja, wo ist er denn? Hier vorne gleich. So, jetzt wollen wir mal sehen. Was? So, jetzt gucken wir mal. Also. Große Vorbild hat er gerade eben schon gesehen. Und Miriam, das ist nicht leicht, oder? Das ist nicht leicht, oder? Miriam, das ist nicht leicht, wenn man das so macht. Und ja, auch das geht schon. Also ich würde mal sagen, hier haben wir schon einen kleinen Fußballer, oder? Ja klar, wie alt ist er denn? Das fragen wir ihn gleich nochmal. Er spielt bestimmt schon, oder? Wow. Spielt er schon im Verein? Das fragen wir gleich nochmal. Nee, ich nehme mich gleich mit nach Berlin. Also schon gekauft, ja? Schon gekauft. Doch kostet er ja nichts. Ja, das weißt du nicht, du. Naja, es geht schnell, das stimmt. Ja. So, einmal noch. So. Super, wow, super. Okay, klasse. Also ich finde, er hat sich den Ball auf jeden Fall verdient, Can. Vielen, vielen Dank. Jetzt sag mir nochmal gerade, wie alt du bist. 7. 7, okay. Also im richtigen Alter. Spielst du auch schon im Verein Fußball? Ja, das tust du auch schon. In welchem? Auf der Berge. Auf der Berge. Okay, überragend. Du kriegst den Ball, hast den Ball gewonnen. Das ist dein Applaus. Herzlichen Glückwunsch und nochmal einen Applaus. Ja, solche Talente wollen wir sehen, oder? Ja, ist natürlich schön zu sehen, wenn solche
kleinen Jungs schon so mit dem Ball umgehen können. Wie gesagt, ich habe das ein bisschen später gelernt und hat gerade so gereicht. Aber heute wachsen die ja mit YouTube und mit den Tricks und mit Beidfüßigkeit auf. Das ist schon schön zu sehen. Wir waren bei dem Stadion, bei der Atmosphäre, beim Spiel. Du hast beim BVB sicherlich, waren das deine größten Erfolge, kann man sagen? Oder was war so das, was du sagst, das war herausragend? Oder kann man das gar nicht sagen? Sind das alle Ereignisse so beim FA Cup in England, beim, wie gesagt, Champions League Spiel, beim deutsche Meisterschaft, Europameisterschaft? Was war so das, wo du gesagt hast, wow? Ja, wenn man 8 Titel gewinnt, dann ist es natürlich gar nicht so einfach, jetzt etwas hervorzuheben. Aber emotional extrem schön war für mich die Meisterschaft, die erste mit Borussia Dortmund nach 30 Jahren. Da ist das Westfalenstadion explodiert. Und dann natürlich für Deutschland die Europameisterschaft zu gewinnen. Dann nochmal den Schritt zu schaffen, zu den besten zentralen defensiven Mittelfeldspielern zu gehören. Und dann dort den Titel für Deutschland zu gewinnen. Wir haben es ja alle noch im Hinterkopf, jetzt die WM. Da fiebert am Ende jeder mit, ob groß oder klein, Oma oder Opa, alle sitzen vorm Fernseher. Und das habe ich auch gespürt und deswegen bin ich heute noch eingeladen. Von euch zum Beispiel heute, weil dieser Titel ist etwas Besonderes für Deutschland. Wie ist das so? Wie hat sich der Fußball verändert, wenn du so mal damals zurückblickst? Also ich erinnere mich noch gut an natürlich damals Spanien mit Toni Schumacher, mit Pierre Littbarski, Jürgen Klinsmann, mit denen du ja auch noch zusammengespielt hast. Wie war das so? Und dann die Generation danach, beziehungsweise war er da mit Sammer, mit Reuter, ja genau, richtig, Möller, ja richtig. Also und wenn du das heute so betrachtest, wie hat sich das verändert? Wie fühlt sich das für dich an? Ja, auf alle Fälle ist der Fußball schneller geworden. Ich denke auch kreativer. Die Spieler müssen unglaublich schnell handeln. Wenn der Ball kommt, muss ich schon vorher wissen, wen ich in der Offensive anspielen kann. Und wenn das nicht geht, muss ich sofort handeln, den Ball sichern oder zurückspielen. Also Technik ist extrem gefordert. Also die Jungs machen es schon mal richtig. Wenn du mit dem Ball umgehen kannst, in der Zukunft wirst du auch größere Chancen haben, Profi zu werden. Zu meiner Zeit haben wir, wie gesagt, den Ball noch eher zerquetscht auf dem zentralen Mittelfeld. In meiner Position und ich habe es trotzdem geschafft, mit Willen, mit Herz, mit Leidenschaft deutscher Nationalspieler zu werden. Heute, glaube ich, wird das schwieriger, weil du musst heute mit dem Ball umgehen können. Das habe ich ja selber auch meinen Jungs U16, U17 beim DFB beigebracht. Du musst unbedingt Qualität im Ballbesitz zeigen. Weil wenn du den Ball nicht hast, kannst du kein Tor schießen. Und nur verteidigen, glaube ich, schaut sich keiner so gerne an. Und deshalb glaube ich, dass der Fußball heute viel bestimmt wird auch von den Trainern, von der Philosophie des Vereins und wie ich die jungen Spieler auch entwickeln möchte und kann ich sie auch einbinden, wie jetzt zum Beispiel in Gladbach Max Eberl versucht, eben auch junge Spieler wie Mahmet Dahoud, der gerade getroffen hatte im letzten Spiel, der war bei mir in der Nationalmannschaft, ich habe den irgendwo fast miterkannt, ich sage, das ist ja ein Riesentalent, der hat ja schon überall rechts und links geschaut, bevor der Ball überhaupt da war und wusste eben, wo die Gegenspieler sind. Jetzt wollen wir ja hier Karten verlosen, DFB-Halbfinale. Ich habe vorhin jemanden gesagt, oh, man will doch eigentlich ins Finale kommen oder ins Finale gehen, aber schon ein bisschen, das, 2015 bisschen überheblich. Jetzt, also praktisch beim Halbfinale jetzt, beim letzten DFB-Pokal, da waren die Halbfinale.